und wieder willkommen zur Star Wars Show. Ihr merkt schon, die Stimme ist ein bisschen angeraut, hat aber nichts damit zu tun, dass ich schon im Film war. Ne? Gutschein, Film war. Warum das jetzt so dunkel geworden ist, weiß ich nicht. So Star Wars Maximum, 23.05. 18 um 20 Uhr, voll 3D, 1K, Sitzplatz 20. War nicht schlecht. Durch Zufall kam so eine Truppe älterer Herren rein und sagten, oh nee, nie habe ich eine schöne Frau neben mir. Was für ein Pech, auch nichts gegen sie. Und schon hatten wir uns, nicht wahr? Es waren Lovers. Sie waren Lovers. Es waren keine Hater da. Es waren keine irgendwie angezogen. Es war einer, so 55 plus, der hatte ganz fett hier Star Wars. Das war's. Also keine Cosplayer. Keine 30 plus aufwärts und so, keine Verrückten, nein, begeistert. Wir hatten Zufall, die Reihe war nicht komplett dicht, neben mir war auch noch alles frei, aber trotzdem, bedingt dadurch, oh, keine schöne Frau neben mir, ist klar, kommt man natürlich ins Gespräch. Hätte meine Frau mitbringen können, habe ich mir auch gesagt, dann hätte er eine super schöne Frau neben sich gehabt, das ist richtig. Und wenn ich nickelig gewesen wäre, hätte ich mich trotzdem dahin gesetzt, meine Frau in die Mitte, peng. Aber egal, ich bin Gönner, ne? Ich habe halt eine super schöne Frau, die überall auffällt, ist also heißblütige Italienerin, die zwar auch Star Wars mag, aber um die Uhrzeit keine Zeit hat, zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, das klappt nicht. Mit der jungen Dame und der Tochter muss ich dann wohl irgendwann mal sonntags ins Kino gehen und dann morgens, weil wie gesagt, schöne Frauen haben nicht so viel Zeit. So. Da sind wir also auch schon beim Thema. Schöne Frauen, Cara, relativ Game of Thrones, Han Solo, der Film, die Story. Also meine einer 100 pro begeistert, volle 10 Punktzahl. Ich überlege gerade, ob ich jetzt voll raushaue. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video seht oder ob ihr auch Laune habt, dieses Video durchgehend zu sehen, weil wir machen ja an sich eine Sendung und in der Sendung hauen wir alles raus. Und hier wollte ich an sich, weil heute kommt nämlich Fest, also der Gegenspieler, da die Revolte, die junge Frau, das ist eine Frau, aber ist egal. Ist auch egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Willow, Darsteller, ist ja auch da, auch ohne Maske. Also zuerst hat er eine Maske und schmeißt er sie weg und ist dann so, wie er immer ist, als Willow dort zu sehen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Also Han Solo. Die Story wegen dem Endteil kamen wir da ein bisschen durcheinander. Ist der jetzt in diesem Hologramm, ist der jetzt verstorben? Der war doch verstorben. Ist der jetzt so wie bei den Rebels wieder zusammengebastelt? Keiner wusste es genau, also da waren wir irritiert. Weil wir jetzt, wie gesagt, durch diesen Zufall ins Gespräch gekommen waren, sind wir natürlich auch bis zum Schluss sitzen geblieben. Hätte ja sein können, dass sie uns sagen, Han Solo came back oder so. Da kam aber nichts. Nichts, da kam nur Lukas-Film und das war's. Was wir alle ein bisschen schlecht finden, ist, dass dieses THX fehlt, dass Century Fox fehlt, also dass da was fehlt. Irgendwie so, ne, so. Han Solo hat also auch keinen Trailer, so in dem Sinne, braucht er ja auch nicht. Es wurde alles erklärt, wann Han Solo spielt und wieso, weshalb, warum. Han Solo ist natürlich eine Art Waisenkind, ist halt in diesem gossenartigen Heim groß geworden und stibitzt seit seiner Kindheit, weil er es nicht anerkennt. Er musste sich halt durchsetzen und er hat sich gut durchgesetzt. Ist auch natürlich einer zwielichtigen Organisation, die da böse ist, wenn man nicht das macht, was man macht. Aber man versteht, er hat etwas gestohlen, was viel wert ist. Das ist so viel wert, dass er sich ein Schiff kaufen kann. Da er nochmal im Krieg war, ne, war dann, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, ne, und dann, wie gesagt, er mit seiner Liebsten da irgendwie abhauen wollte. Hat nicht geklappt. Wollte aber jederzeit zurück. Hat sich dann sofort bei den Imperialisten da gemeldet. Und da hat er auch seinen Namen bekommen. Wie heißt ihr Familienname? Wo kommen sie her? Hab keinen. Okay, Solo. Ja, dann heißt er Solo. Han Solo. Und dann legt er los. Fliegt natürlich aus der Akademie raus, das sagt er nur, weil sehen wir nicht.
weil er fliegt nämlich da in dem Moment, wo er Solo heißt, auch schon durch die Gegend. Also wird dann reichlich getroffen. So, und dann, so pfiffig wie er ist, sieht er dann, dass da einer liegt, der fragt, wer ist hier eigentlich der Chef? Da sagt er, du. Ja? Ach ja, richtig. So, und stellt dadurch fest, dass das alles Gauner sind. Stellt dann auch fest, dass die überhaupt da gar nichts zu suchen haben. Dass die da nur was klauen wollen. Und das taten sie auch. Nach langer Überregungskunst wurde dann Han Solo und auch Chewbacca, denn was keiner wissen konnte, Han Solo kann die Sprache von Chewie. Han Solo gab ihm auch den Namen Chewie, weil Chewbacca war ihm zu lang. Ja, und im Flieger wissen wir ja, dass Chewie sagte, wie, ich bin 190 Jahre alt, ich kann das Ding hier mehr wie fliegen. Und das haben wir ja dann auch gemerkt. So, die legen dann da los. Und wie gesagt, der Gegenspieler, der halt auch gekommen ist, hat dann auch losgelegt. Und ich beginne jetzt so langsam zu stoppen, weil viele den Film halt noch nicht gesehen haben. Ich bin aber, wie gesagt, für Informationen und ich mache Informationsvideos. Wer jetzt Informationen haben möchte, kann ich nur sagen, geht bitte rein. Han Solo ist sehenswert. Und der 3D Mark geht in 3D. Ist ja nicht mehr das 3D, was wir kannten. So IMAX-mäßig leider. 2D scheint aber dann nicht so, ja, wegen der Tiefenschärfe und so. Also 3D wegen der Tiefe und das alles. Ist sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und alle aus einem Mund, wie, der ist schon zu Ende. Ihr seht, die Leute waren gefesselt. Auch hier in diesem 41 Jahre alten Kino. 41 Jahre, nicht einmal Cosplay, nicht einmal irgendwas. Ich habe nur einen einzigen gesehen, der die sogenannte Feldtasche von Chewie getragen hat mit diesen Einheiten. Das Unverkennbare von Chewie. So, jetzt der neue Chewie, der hat natürlich sehr viele Munitionsträger, weil er mitkämpft. Und Han Solo ist unbedarft, weil er ein Draufgänger ist und wie gesagt aus seinem Heim kommt, wo er da halt ja, so erzogen wurde, wie er erzogen wurde. Die Sache mit dem Falken, naja, jetzt spreche ich darüber, ich gehe davon aus, dass ihr das Video durch Zufall seht und auch schon im Film wart. Die Würfel halt sind Maskottchen, mehr nicht, sondern Glück bringen, das war's. Den Millennium Falcon, so wie wir ihn da vorgestellt bekommen haben, der hat auch noch nicht so lange ausgesehen. Und hat nachher so ausgesehen wie die beiden, ne? Ja. Okay, in dem Computer ist L3 eingebaut später, weil L3 ein bisschen durchgeknallt. Dieser Droide, ja, befreit den Droiden, schon ein bisschen heavy. Und befreit alles, was er noch befreien kann, der arme Kerl. War das lieb, ist richtig. Also wie gesagt, Star Wars ist sehr weiblich trägt. Also sehr viele, auch Nebendarsteller, Druiden, Hauptdarsteller, alles weiblich. Außer Han Solo ist ja der Hauptdarsteller und Carissian. Also jetzt muss ich sagen, Carissian muss man keinen Spin-Off haben, weil wir wüssten jetzt nicht warum. Er ist zwar Schmuggler und was weiß ich, aber an sich ist er nur ein Lebemann, ne? Also er schmuggelt zwar alles, ist klar, aber er pokert falsch, ja, ist ein Falschspieler, hoch 3. Und Han Solo ist nun mal, wie Han Solo ist, ne? Und deswegen hat er auch den Falken gewonnen und viel Geld dazu. So, das mal dazu. Und der Falke sieht aus, wie der Falke aussieht. Punkt. Also mir fällt auf, dass da sehr viel PR gemacht wurde. In dieser PR wurde vieles so ein bisschen falsch dargestellt, ganz raffiniert. Und mir ist aufgefallen, dass durch diese PR-Arbeit, diese Negativ-PR-Arbeit, dadurch irgendwas kommen soll, nämlich eine Spaltung, dass wir 30, 40, 55 plus wieder Star Wars haben und der Mainstream, wo alles rein soll, ab E7, E8, E9, und ich bin dann froh, dass das vorbei wäre,
bin also froh, dass die Spin-Offs besser sind wie E7, E8, E9. Okay, bei E9 weiß ich ja noch nicht, aber hundertprozentig E8 hat eine Spaltung durchgeführt. Die Verkrustung des Starboards ist entkrustet, dank Ryan Johnson, der wollte das auch so. Was J.J. Abrams jetzt da versucht zu kitten, weiß keiner. Die Stories, da achte ich jetzt auch nicht mehr drauf. Also ich spreche ab sofort einmal im Jahr. Und dann auch nur, wenn ich im Kino war. Und dann lese ich mir den ganzen Müll an, der da vorgeschrieben worden ist. Spoilern kann ich nicht. Ich brauche Informationen. Ich liebe Informationen. Weil ich bin nochmal aus dem Hause 1977, wo man sich unterhalten musste. Warst du schon im Film? In welchem Film? Ja, Star Wars. Ey, Wahnsinn. Macht richtig Spaß. Cool. Ja. Wenn man Glück hatte, ging noch einer mit. Wenn man ganz großes Glück hatte, ging noch einer mit, der schon drin war. Und nachher traf man sich beim Käffchen, und weil man ja Jugendlicher war, hatte man ein Kinderzimmer und dann traf man sich dort. Und wenn man ganz großes Glück hatte, bekam man ja auch noch eine Kassette, VHS-Kassette. Nannte sich Raubkopie, von irgendeiner Autobahn mitgebracht, keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht, wo die her hatten oder von ihrem Kino gezogen. Es war halt so. Und dann saß man wieder da und schaute sich dieses grottenschlechte Bildmaterial an, aber man war begeistert. Wahnsinn. Tja, so war das nun mal. Jetzt haben wir den fetten Mainstream mit Facebook, Hassen und was weiß ich nicht alles. Was jetzt noch auf uns zukommt, wissen wir nicht, durch den Datenschutz, der ja ab heute gültig ist. Keine Ahnung, wir erheben keine Daten. Wir verarbeiten auch keine Daten. Wir helfen nur eine Dienstleistung demjenigen, der da was braucht, ob das Filme sind, Fotos sind oder seine Daten. So. Ja, so, wir haben jetzt den 24.05., wie gesagt, ich habe ihn am 23.05. schon gesehen, Kino 1, bei EK, Sitzplatz 20 und hatte Glück, dass sich Leute dazugesetzt haben in meinem Alter. Und auch direkt gewitzelt haben, dass da keine junge Frau sitzt, eine schöne junge Frau, immer Männer, nichts gegen mich, fand ich stark. Ja, und dann hat sie sich das so, und abends haben wir ja hier noch im Wohnzimmer, Star Wars Community Wohnzimmer dann, ne, weil auch dort einige schon drin waren und wir kennen keinen Spoiler, bei uns kann man alles raushauen, auch die Frage, was macht Darth Maul dort? Darth Maul ist wieder da. Jetzt warten wir natürlich alle, dass Han Solo 2 und 3 kommt, dass sich da irgendwas entwickelt, dass wir noch mehr verstehen. Wir müssen aufpassen, die Hollywood-Gänger, die halt nur diese Filme kennen, nichts anderes, die kennen halt nur diese Filme und die müssen erstmal, die haben also kein Rebels gesehen oder kein Destiny, kein Old Republic, da passt ja sowieso nicht da rein, kein 1333 oder Bücher gelesen oder Hörspiele oder keine Ahnung. Sie haben nur halt diese Filme gesehen. Und wenn man nur diese Filme gesehen hat, muss man ja erstmal gucken, was ist denn jetzt los? Wo passt das rein? Ja, also als Film, sehenswert. Als Unterhaltung, 100%, volle Punktzahl. Ja, Star Wars 2.0 ist erwacht durch E7. Bei E8 ist die Entkrustung stattgefunden. Man hat da richtig alles gesprengt. Man wollte es so. Man wollte halt neue Leute, man wollte sie neu animieren, die Alten abschrecken, die sollen dann halt das andere sich anschauen. Das tun sie dann wohl auch, denn es ging sofort über Obi-Wan Kenobi, der kommt, 2020, ja. Da passt ja dann alles wieder. Vielleicht schaffen sie ja bis 2020, glaub kaum, aber ne, so ein Han Solo noch dazwischen zu funken, ja. Keine Ahnung. Sollte Han Solo bzw. Obi-Wan Kenobi sich mit Darth Maul treffen, da in dem Film Obi-Wan Kenobi, dann ist das wie gesagt aus Rebels adaptiert, real umgesetzt. Oder aber Obi-Wan Kenobi rennt da rum ganz normal und man vermischt das Ganze mit Han Solo und so weiter und so fort. Ja, vielleicht kannten die sich nämlich schon, weil so ungefähr in Teil 4, der bei uns Teil 1 war, wenn man nicht richtig aufgepasst hat. Irgendwie ist er ja auch da sofort hin. Ich hab da so einen Raumpiloten, ne? Das ging also ziemlich ratzfatz und kann sein, dass Obi-Wan Kenobi und Han Solo irgendwie davor irgendwie sich doch irgendwie kennenlernen. Ja?
irgendwie so am Rande. Ja. Das Schöne daran ist, Han Solo ist geil, Film mit vielen, ne? Sabern oder so. Gut, Darth Maul hat seinen Saber mal kurz angemacht. Und hat natürlich einen ganz anderen Saber. Ja, so richtig einen Klingensaber da, also das sah schon dementsprechend aus. Ja, es war immer der Darsteller, also war es Darth Maul. Ich glaube nicht, dass der Darsteller von Darth Maul plötzlich einen anderen Sith Lord da interpretiert. So, da die Erkältung doch ein bisschen nagt und ich ein bisschen müde werde, unterbreche ich das jetzt und werde sicherlich nochmal erscheinen mit dem Exponat, was ich heute bekommen soll. Angeblich ist es unterwegs, aber es steht da wie immer 24 bis 28. 24 haben wir heute. Ja, mal schauen. Wäre nett, wenn es da ist, weil die Sendung soll am Wochenende gedreht werden. Wir wollen euch die Sendung dann auch vorstellen. Ja, wie gesagt, Japanisch, Italienisch und Deutsch. Und wir werden uns in Englisch bedanken bei Disney bzw. Catherine Kennedy und Lucas TD. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich muss arbeiten. Ich muss jetzt unterbrechen. So, ich begrüße euch nochmal. Wie gesagt, ein bisschen angeschlagen. Irgendwelche Frühjahrsgrippe oder so. Irgendein Kunde hat mich irgendwie doch erwischt. Gestern beim Film Star Wars Solo. Fing es dann natürlich an. Fand ich dann nicht so lustig. Heute bricht es ein bisschen aus. Dennoch sitze ich vor der Kamera und spreche über Han Solo. Ist nicht so einfach. Wir vom Fach, die tagtäglich sowas machen, ob Filme überspielen, aufzeichnen oder sonstige Sachen, die sich damit also auseinandersetzen, wie ein Film entsteht, ist Mords Arbeit. Auch eine Sendung hinzubekommen am Wochenende wird Mords Arbeit sein, weil ja, man muss aus einem Nichts etwas zaubern. So, Han Solo, wenn man sich das so die Fakultät des Schreibens ansieht, ja, wo jeder irgendwie was zu sagen hat, ob das über die Telekom, RP Online, wie die alle heißen, die zermahlen das, tun so, als wäre das alles mal eben so, ne? Eben nicht. Die gesamten Schauspieler, die bei Han Solo Story dabei waren, hatten überhaupt keinen Plan von Star Wars. Sie wussten auch gar nicht, was sie da interpretieren. Und man kann auch den Han Solo, den neuen Han Solo, jetzt nicht so dermaßen verheizen, indem man sagt, er hat sich selber nicht eingebracht. Er ist 28 Jahre alt, ist auch noch nicht so lange im Genre. Die Clara Clark, die das dargestellt hat, die ist auch nicht so alt. Und die Daisy Ridley ist, also sie sind alle um die 20, knapp 30. So, haben alle nicht die Erfahrung, wie wir jetzt haben, nach 60 Jahren, nach 41 Jahren Star Wars intensives Reinschauen unter uns, wer macht das? Also wir arbeiten alle sehr hart und sehen es als Hobby, auch ich jetzt mittlerweile, weil ich habe damit überhaupt nichts mehr zu tun. 30 Jahre musste ich aufpassen, 30 Jahre musste das gemacht werden, weil die Wahrheit ist, dieser Film soll Geld bringen, allen, die damit zu tun haben. Früher war es George Lucas, der also händeringend, den verstehe ich verdammt gut, wie hart es ist, hier in NRW zum Beispiel einen Film zu drehen, mal eben 750.000 Euro zu bekommen, sagt das Wort schon, kann nicht so ein Meisterwerk rauskommen. Es ist ein Meisterwerk, auch Han Solo ist ein Meisterwerk, die Story. Zumal sie die Stimme getroffen haben, auch hier die Macke so ein bisschen eingearbeitet haben, die er da hatte. Und wie gesagt, der Witz, die Schnelligkeit. Er spielt einen sehr jungen Han Solo, der sagt, ich bin seit meinem 10. Lebensjahr auf mich selbst eingestellt. Und Kinder, die ab 10 Jahre erst recht jetzt in so einem Universe-Szenario leben. Wir haben ja auch direkt den Anfang gesehen, wie er am Abhauen war und das Teil und seiner Freundin gezeigt hat. Hier, guck mal, ne? Und dann haben sie es versucht zu entrinnen. Ich meine, Filme in der heutigen Zeit sind alle gleich. Das haben auch meine Nachbarn gesagt, die neben mir gesessen haben. Ja, wie kommt mir das alles so normal vor? Richtig. Was soll man denn noch erfinden? Ich meine, das ist kein Märchen mehr. Das ist so eine Art Fantasy, Galaxy Fantasy.
Ja, das hat noch nicht mal mehr mit Märchen zu tun. Es ist ja auch eine Momentaufnahme. Solo Star Wars Story ist eine Momentaufnahme, wo man 130 Minuten aus einer Szene heraus, was sie davor haben mit dem Zug und das alles, dass die sich immer alle opfern, direkt. Das geht nur dann, wenn man Superstars hat, weil sonst werden die vergessen. Also die kann man nicht vergessen. Han Solo als Film kann man auch nicht vergessen. Man freut sich also schon drauf, dass der hoffentlich schnellstmöglich als DVD, Blu-ray, 4K etc. erscheint, damit man den zu Hause konsumieren kann, auseinandernehmen kann etc. pp. Und da bin ich beim Kern des Videoclips. Es gibt sowas heute nicht. Heute sitze ich stundenlang vor Facebook und muss mich dann immer ärgern, weil ständig da irgendjemand irgendwas zu meckern hat. Und keiner sieht, bei Bond meckert keiner. Ich habe jedes Mal einen anderen Bond, gucke mir an, da habe ich noch nie einen meckern hören über Bond. Ja? Und dabei ist an sich Bond langweilig, weil man weiß, Bond schafft es immer, wenn wir ehrlich sind. So, und irgendwie haben wir uns auch alle verändert, weil wir nicht mehr kommunizieren. Und zusammensetzen, über gewisse Sachen uns unterhalten. Meiner einer sitzt in seiner Monologie vor der Kamera und erzählt und hofft, dass einer daraus einen Dialog macht. Das sind alles so Sachen. Also ich saß da im Kino, weil mein Gefolge hatte keine Zeit und ich habe gesagt, ich gehe einmal im Jahr ins Kino. Manchmal gehe ich in den, also Star Wars 2-3 Mal und zu Hause 20-30 Mal dann ansehen. Ist klar, die eine Stelle da wird dann immer fade und irgendwann, Daisy springt da durch, keine Reaktion, schwarz-weiß, weiß-schwarz, okay, böse, gut, gut, böse. Ja? So, ich meine, das, was sie jetzt gebracht haben, ist, wenn man mal das ganze Merchandising, das ganze Geld vergisst, weil ich kriege immer eine Antwort, wenn ich mich mit einem unterhalte. Hey Mann, du willst nicht ein paar Figuren kaufen? Ja, ich meine, ich wollte mich unterhalten. Also die Videoclips, die ich hier mache, haben den Zweck zur Unterhaltung. Ich möchte mich unterhalten. Leider vor laufender Kamera, um aus euch da irgendeinen Dialog zu bekommen. Aber meistens kommen ja nur die Hater. Aber egal, muss man auch durch. Und ich nutze jetzt eben kurz die Zeit, weil ich, wie gesagt, auf diese diverse Nest-Figur warte, die heute an sich kommen soll. Das Problem ist halt nur, bis 20 Uhr, arbeite ich nicht. Ne? Ja, wie ihr merkt, bin ich leicht angeschlagen, finde ich das also auch nicht so lustig. Aber wie gesagt, am Samstag ziehen wir das dann gnadenlos durch. Muss nur gucken, welche Kulisse wir nutzen und wie wir es nutzen. Und ich bin gespannt, wie die beiden Kollegen auf den Film reagieren, weil die sehen erst heute und am Freitag und der andere kann ihn noch gar nicht sehen, der muss halt sozusagen ja sagen, ich glaube das mal, was du da sagst, aber wir versuchen es. Also diese Sendung über Star Wars allgemein, wir wollen also keinen Kommerz machen, die Zeit haben wir ja auch gar nicht, wir haben auch nicht das Geld dafür, The Star Wars Show, wie gesagt, die macht das gnadenlos in Englisch. Hi, Grüße. Wie immer? Einfach ran. Hm, genau. Ja. So, da bin ich nochmal. Die sogenannte Negativisierung. Alles ist negativ, alles ist böse, alles ist bleh. Geht natürlich auch bei Han Solo, leider. Wenn ihr Spiegel Online gelesen habt oder Focus, das sind die schlimmsten Schmierblätter, die ich je gelesen habe. Deswegen lese ich es nicht, aber wegen so einer Sendung, damit ich darüber sprechen kann, muss man sich so einen Driss mal durchziehen. Also Han Solo ist ein Film, wo wir alle sagten zum Schluss, wie, der ist schon zu Ende. Der hat uns unterhalten, wir waren erstaunt der Sprache, erstaunt des Fließenden, des Lustigen, des Jungsein. Ich meine, mit 28 ist man jung, mit 28 springt man noch über Bäume etc. So, Han Solo war verliebt und klappte nicht, wie das so ist, in einer Zeit, die so ist, wie sie dort uns gezeigt wurde. Ist eine düstere Zeit, stand ja auch vorne, in einer sozial schlimmen Zeit und so weiter und so fort. Alles wird unterjocht, alles wird angegriffen und jeder versucht irgendwie
Und wenn man ein Kind ist, auch hier im Realen, kein Zuhause, keine Familie, dann muss man sich durchschlagen. Und er hat sich durchgeschlagen und auch alles versucht. Ich meine, der Witz, ja, ich meine, kam ja, ist irgendwie geklaut aus einem anderen Film. Da ist auch einer mit dem Auto dann, ne, und dann hängen geblieben. Oder, ne? Also war schon genial. So, und ich finde es toll, dass der Johnson es doch geschafft hat, die sogenannte Entkrustung. Star Wars wurde entkrustet. Ich übersetze das jetzt, was er gesagt hat, ist nicht meins. Er sagte, die Entkrustung, er hat auch keine Lust mehr, das Star Wars wie so ein Museum, alle 3 Jahre wird es eröffnet, wir haben neue Exponate, kommst du vorbei. Ja, und alle, oh, ne, war doch so. So, ich gehe jetzt zurück zu 1977 und hast du da schon drin? Von was sprichst du? Ja, da ist so ein neuer Film, der läuft da, immer sehenswert. Wenn du Lust hast, komme ich sogar nochmal mit. Ja, und danach wurde dies, und habe ich zu viel versprochen und so weiter. Das war eine tolle Geschichte, ja, war toll. Wird sie also leider nicht mehr wiederholen. Also heute hat man, wie gesagt, nur noch dieses hier und wie gesagt, Spiegel Online oder Bild-Zeitung oder wie die alle heißen, da hauen da irgendwelche Pamphlete raus und alles ist grottenschlecht und so. Ich meine, Negativ-PR ist auch gut, weil man mit Negativ-PR die Leute auch locken kann. Also ziemlich gut gemacht. 3 Regisseure für einen und all solche Sachen, die da geschrieben wurden. Und wenn man sich so die Star Wars Story ansieht, die Originalgeschichte da aus Kalifornien, wo da alles neu gemacht wird, eine neue Sendung, Galaxy wird ja vorbereitet, die neue Real-Sache wird vorbereitet, es wird alles vorbereitet. Und wenn wir das dann konsumieren, uns dann auch zugänglich machen, verdienen natürlich die sehr viel Geld. So, und da sich, wie gesagt, ich darf nur für mich sprechen hier, mal ziehe hier meinen Monolog vor laufender Kamera durch und hoffe auf einen sogenannten Dialog mal irgendwo mit euch durchzuführen, wie wir halt Star Wars sehen. So, ich bin für alles bereit, ich habe auch durchgemessen, habe auch mich gerade erkundigt, wie teuer alles wäre, wenn ich hier so ein kleines eigenständiges Mini-Kino für gewisse Leute, damit man sich analog darüber unterhalten kann, für diese Sendung die Leute einladen und dann gucken und drüber reden bei laufender Kamera und alles. Ja, aber es kostet ja auch viel Geld, und warum viel Geld ausgeben, wenn, wie gesagt, keiner mehr bereit ist, analog mit einem zu sprechen. Ja, schreien da alle rum, Spoiler. Leute, ich will nicht in einer stummen Welt leben, wo man mir sagt, jetzt darfst du sprechen, jetzt darfst du tippen. Nee, ich tippe und spreche, wann ich will und wie ich will und warum ich will. Und stehe dann auch dazu. Aber es nervt. Es nervt einfach nur dieses Ausgebremstwerden. Das dürfen wir nicht, dies dürfen wir nicht, jenes dürfen wir nicht. Und frage mich langsam, wie kommt ihr auf das schmale Brett, dass das eine Zukunft wäre, die lebenswert ist? Also die analoge Zeit, ja, gefiel mir besser, wie diese Digitalzeit, stumm, ja, Spoiler, halt die Klappe, ich war noch nicht drin, hallo, ich Ego, nee, kein Ego, ich mag kein Ego, wir sind alle oder gar nicht.